du bist Telekom, Festnetz oder Mobilfunkkunde und hast schon mal was vom Magenta 1 Vorteil gehört, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich, weil in diesem Video erkläre ich dir, was der Telekom Magenta 1 Vorteil ist, welche Voraussetzungen du erfüllen musst und welche Vorteile du bekommst. Also, schau es dir an. Noch ein kurzes Intro, geht's weiter. Moin Moin liebe Mobilfunkfreunde, hier ist wieder euer Helge. Heute melde ich mich bei euch zum Thema Telekom Magenta 1 Vorteil. Ich möchte euch erklären, was der Telekom Magenta 1 Vorteil ist und welche Vorteile es hat, wenn man seinen Festnetzvertrag und seinen Mobilfunkvertrag bei der Telekom hat. Kleiner Hinweis, seit dem 5.9.2019 hat sich ein wenig was am Magenta 1 Vorteil geändert. Dazu aber später mehr. Was ist der Magenta 1 Vorteil eigentlich? Du hast einen Telekom DSL-Vertrag IP-basierend mit einer Mindestgrundgebühr von 19,95 und suchst einen neuen Mobilfunkvertrag. Dann solltest du dir die Telekom Magenta Mobile Tarife anschauen. Denn durch die Kombination des Festnetzvertrages und des Mobilfunkvertrages bekommst du den Telekom Magenta 1 Vorteil. Und welche Vorteile du genau bekommst, das erzähle ich dir jetzt. Du bekommst folgende Vorteile. Erstens Grundgebührenrabatt. Du bekommst 5 Euro monatlichen Rabatt auf deinen Mobilfunkvertrag. Das heißt, du sparst an der Grundgebühr. Zweitens, doppeltes Datenvolumen. Das heißt, die Telekom verdoppelt dein Datenvolumen dank des Magenta 1 Vorteils. Das heißt, im Magenta Mobile S bekommst du 12 statt 6 GB, im Mobile M bekommst du 24 statt 12 und im Mobile L bekommst du sogar 48 GB statt 24. Ist schon eine ganz schöne Menge. Neu, ab dem 5.9. bekommen auch die Family Cards doppeltes Datenvolumen. Das heißt, wenn du einen neuen Telekom Magenta Mobile Vertrag abschließt und schließt einen Zweivertrag, eine Family Card ab für deine Freundin, für deine Kinder oder auch für deine Eltern, dann bekommt auch diese Family Card doppeltes Datenvolumen. Kleiner Hinweis, das gilt nur für Family Cards, die ab dem 5.9.2019 aktiviert bzw. geschaltet worden sind. Der dritte Vorteil, den du bekommst durch den Magenta 1 Vorteil, ist, dass du für deinen Festnetzvertrag eine Allnet Flat kriegst, und zwar in alle deutschen Festnetze und in alle deutschen Mobilfunknetze. Das heißt, du kannst dann von zu Hause eigentlich deutschlandweit kostenlos telefonieren. Das Ganze funktioniert natürlich auch andersherum. Das heißt, du hast einen bestehenden Telekom Magenta Mobile Vertrag und suchst einen neuen DSL Vertrag, dann solltest du natürlich einen Telekom Magenta Zuhause Tarif abschließen, um so durch die Kombination von Mobilfunk und Festnetzvertrag den Magenta 1 Vorteil zu bekommen. Kleiner Hinweis, die sogenannten Business Tarife oder Kombi-Card Tarife sind von dem Magenta 1 Vorteil ausgeschlossen. Wie bekommst du nun den Telekom Magenta 1 Vorteil? Das ist wie immer relativ einfach bei uns. Du bist im Logitech Webshop unterwegs und hast für dich dein passendes Angebot gefunden. Mobilfunkvertrag oder DSL-Produkt. Über den Warenkorb kommst du zur Bestellstrecke und hier kommt auch irgendwann der Punkt Telekom Magenta 1 Vorteil. Hier musst du deine Daten eingeben und zwar Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort. Diese vier Sachen müssen identisch sein. Das heißt, Mobilfunkvertrag und Festnetzvertrag müssen auf der gleichen Adresse laufen. Dabei ist es egal, ob der Vertragsinhaber du bist oder deine Eltern oder deine Freundin. Wichtig ist, dass beim Mobilfunkvertrag und beim Festnetzvertrag die gleiche Adresse hinterlegt ist. Nach der Vertragseingabe vollführen wir natürlich die Aktivierung und du bekommst von uns dein Smartphone oder dein DSL-Produkt geliefert. Nach der Lieferung musst du dich bitte einmal in Telekom wenden, um deinen Magenta 1 Vorteil durchzubuchen. Dafür gibt es drei Wege. Erstens telefonisch über das Festnetz, das ist die 0800 33 01 und dreimal die 0 oder vom Handy aus die 2202. Hier meldet sich die Telekom Hotline. Beide Nummern sind kostenlos. Du kannst aber auch auf der Webseite auf der Telekom dich als Kunde einloggen und dort dein Telekom Magenta 1 Vorteil durchbuchen. Die Telekom braucht dann ungefähr 2 Wochen, bis der Magenta 1 Vorteil richtig eingerichtet ist. Du bekommst aber hier eine schriftliche Benachrichtigung, meistens per Post, manchmal auch per SMS von der Telekom, die den Magenta 1 Vorteil bestätigen. Hier noch ein paar wichtige Hinweise. Der Magenta 1 Vorteil bleibt immer so lange bestehen, solange beide Komponenten, sprich dein Mobilfunkvertrag und dein Festnetzvertrag aktiv sind. Wenn einer der beiden Verträge ausläuft und nicht verlängert wird, verfällt automatisch der Magenta 1 Vorteil. Darauf müsst ihr bitte achten. Weiterer Hinweis, sollte mal ein Vorteil nicht richtig greifen, sprich ihr bekommt keinen monatlichen Rabatt oder ihr habt kein doppeltes Datenvolumen, wendet euch bitte einfach an die Telekom Hotline. Die hinterlegten Rufnummern entweder im Festnetzbereich oder im Mobilfunkbereich sind automatisch gespeichert. Das heißt, wenn ihr euch an die Telekom Hotline wendet, sieht die Telekom, dass ihr Magenta 1 Kunde seid und ihr werdet automatisch an die richtigen Spezialisten weitergeleitet. Die können euch per sofort helfen.
So, ich bin eigentlich mit meinem Thema am Ende. Ich hoffe, ich konnte euch viele Sachen erläutern zum Telekom Magenta 1 Vorteil und euch aufzeigen, dass es schlau ist zu kombinieren. Sprich, wenn du deinen Festnetzvertrag und deinen Mobilfunkvertrag bei Telekom hast, bekommst du 5 Euro Rabatt, doppeltes Datenvolumen und deine Festnetzflat für deinen Festnetzanschluss. Ich sage Tschüss und Bye-bye, bis zum nächsten Mal, euer Helge.